Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge ist uns ja offiziell die erste Ressource ausgegangen. Was natürlich dazu geführt hat, dass wir davon jetzt echt mehr benötigen in Zukunft, beziehungsweise wir jetzt erstmal schauen müssen, dass wir unsere neue Anlage in Betrieb nehmen können, die jetzt gerade sich darauf vorbereitet, dass sie ihr Zeug kriegt und alles. Bedeutet, wir müssen jetzt hier dementsprechend die Rohrleitungen legen fürs Erste. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich am schlausten die Rohrleitungen lege. Vielleicht ein bisschen übertrieben, was ich gerade mache, ne? Kann ich das nicht irgendwie mit Bild auffahren? Ne, mit R und Q gleich kann ich auch. Das heißt natürlich, der Kohle super easy gemacht, sozusagen. Okay. Ich glaube, da muss ich jemanden neu setzen. Das Ziel jetzt hinter dem Weg ist, dass wir sozusagen ein bisschen bessere Aufteilung kriegen am Ende. Ja, dich müssen wir zurücksetzen. So. Oh nee, das ist es. Das ist aus und aus und dann. Bei denen dürfen sie noch, aber bei den anderen nicht. Kommt schon wieder ein Schiffel daher, schauen. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch die Abwasserleitung sozusagen machen. Recycling. Abwasserrohr. So. Jetzt erstmal schauen, dass wir dementsprechend die Leitung setzen. Noch eins vor. Gut. Dann kann ich das dementsprechend hier überall anschließen. Wenn man das als Dampf. Jetzt hätte ich bei den Dampf angeschlossen daran. Das bringt sich in dem Fall nichts. Die kriegen aber ein großes Dampfrohr auf jeden Fall hier. Einen großen Schornstein. Also das wäre auf jeden Fall die Idee. Nee, die hätte ich jetzt gerne eigentlich. Nee, ah, was soll jetzt? Oh. Das ist ein Diddlefuck jetzt.
So, die haben alle Auto-Import und Export jetzt aus. Als nächstes muss hier dann unbedingt, ich hoffe, dass wir noch so einen langen Sprit haben. Sprit wird nicht sehr schnell sinken bald. So. Nö, 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 nö. Oh, schon wieder verrückt. Ich wollte doch bloß, dass du hier hingehst und dann dich da oben anschließt. So, genau. So, weil dann kann dieses Kabel hier... So. Okay, Verkabelung soweit fertig. Huch. Okay, da ist Export ausgeschaltet, nur Import. Du nimmst Abwasser. Möchtet ihr jetzt gerne bitte ich hätte jetzt gerne noch ein paar in der Kohle drin rein, theoretisch. Also ein kommt hier ran mit jeweils zwei noch. Und ein Wagen hätte ich gerne hier noch mit zwei LKWs. Dann können wir nicht an der Kohle vor allem arbeiten. Yes, jetzt läuft das schon mal gut. Jetzt muss nur noch das alles, was raus muss, fertig gemacht werden. Das wird nochmal ein Aufwand, aber wenn das läuft, dann läuft es. So, jetzt verteilt sich das schön. Weil hier teilt sich so 50-50. Und hier dann eigentlich dementsprechend auch. Aber dadurch, dass das natürlich hier, ich hätte ihn wahrscheinlich hier drüben anschließen müssen und dann hätte das gut funktioniert. Jetzt ist hier rein theoretisch schon mal ein Kabel fertig. Der Dampfanschluss ist jetzt aktuell das nächstgrößte Problem. Essen für 10 Monate nur. What? Ach ja, unsere Tanks gehen leer und damit dann bald auch unsere Generatoren. Und die komplette Verkabelung kann auch... Das kann alles mittlerweile als unnütz... angesehen werden. Noch die Verkabelung für den ganzen Rest hier und so Zeug. Alles unnötig mittlerweile. Ist ja mittlerweile alles schon vergangen. Schauen wir noch in den Tanks. 1,6. Oh. Das Ganze muss hier langsam deaktiviert werden. Dementsprechend entfernt.
Jetzt sind die Tanks leer. Oh, jetzt sind wir stark ausgelastet. Shit. Und dadurch kriegen wir halt Ressourcen wieder zusammen, die wir dann hier hinten verwenden können. Was wir auch schon gemacht haben. Wie viele Generatoren haben wir? Wie viele Generatoren haben wir eigentlich, damit ich überlegen kann, wie viel ich hier abzweigen muss? 6 Stück. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne das hier dupliziert nochmal hier hin, als Extralager. Ich lasse die Rohrleitung das nochmal genauso abzweigen. Und dann tue ich für den Strom die Dieselgeneratoren nochmal aufsetzen. Dann sollten wir hier dementsprechend schon mal Vorteile haben. So, Flüssigkeitstransport natürlich wieder. Weg. Ah, geht von hinten weg. So. Weil dann können die angeschlossen werden ans System. Dann können wir den Rest abreißen. Oh, ihr habt auch schon alles fertig gegraben. What? Okay. Ja, dann tiefer. Wir gehen auf die 6 runter. Dann graben wir erstmal unten an der 6 rum. Vielleicht sollte ich das dann hier unten weglassen, so ein bisschen da, wo ich reinkomme. Oder vielleicht auch schlauerweise sagen, lass uns das auch noch abgraben. Haben wir eine bessere Buddelstelle sozusagen. Rubber haben wir denn noch auf Lager aktuell? 300. Wo ist denn der gespeicherte Rubber? Hier ist 8 drin. Hier ist nichts drin, aber irgendwo muss der ja gespeichert sein. Habe ich ein Lager gebaut irgendwo? Muss ich ja eigentlich, ne? Oder in den ganzen einzelnen Teilen drin vielleicht. Aber wenn wir davon noch 300 aktuell haben, sind wir ja gut bestückt noch. So, und die Bäume kommen die nicht ran, ne? Hier sind noch 2 Bäume, Leute. Und ansonsten hier unten der restliche Wald, der jetzt mittlerweile steht. Weg damit. Alter, schau mal an, wie schnell der Tank leer ist. Die Gase werden hier schon durchgepumpt dementsprechend. Muss ich nochmal einen Doppelanschluss machen vielleicht. Warum will er denn dahin? Also schalten wir mal für alle, die hier hinten sind, aus. Nur noch an die hier vorne ran. Teilen sie sich das hoffentlich auf, dann geht hier jetzt ein großer Gasumsatz rot durch, aber sollte hoffentlich funktionieren. So, 3 haben wir schon mal.
Wie viel macht einer von denen 180 kW? Ich brauche 500 insgesamt. Warum pumpt er das da rein? Weil die alle den Ansatz bekommen haben, oder was? Nee. Aber ich es kopiert hatte, ne? Das war das Problem. Also als ob wir nicht so genug Baumaterial haben, dann wird, dass wir die paar Motoren hier fertig kriegen. Leute, das ist peinlich. So, jetzt hat aber. Jetzt sollten wir die Anlage da vorne auseinandernehmen können. Dann sollten wir auch wieder Ressourcen haben für jeden Blödsinn. Und dann sollte das hier laufen. Alle leeren Tanks werden abgerissen fürs Erste. Alles mittlerweile unnötiger Rad, wenn man es so anschaut, ne? Die Fabriken müssen auch hier weg, weil die müssen auch umziehen. Wir alles mittlerweile abreißen können, alleine von der Anlage hier. Holy shit, schau mal, wie viel leer es ist wieder. Wie viel Platz auf einmal ist, ne? Wahnsinn. Alles verwendet für solchen Blödsinn und jetzt ist das alles hier nach hinten gewandert. Relativ kompakt. Auch wenn der Tanklaster relativ wenig jetzt gerade hat. Warum fährt er nicht? Ich glaube irgendwie, dass die Produktion jetzt bald ein bisschen Probleme machen wird. Aber was ich jetzt machen werde, ist hier noch eine Tankstelle hinsetzen. Dass hier eine Tankstelle hinkommt, die dann direkt das Zeug absammeln kann. Hier noch einen Tank hin auch. Ein Lagertank außen hin, wo sie dann das Zeug absammeln können auch. Jetzt fährt er wieder, holt sich den nächsten Tank wahrscheinlich. Warum ist Essen so niedrig? Was ist das Problem? Ist es, weil die Einwohnerzahl zu gestiegen ist, oder was? Irgendwas stimmt hier nicht. Sind die so ausgelastet gewesen, dass die nichts geliefert haben? Nee, die Ressourcen sind da, aber sie kommen nicht in der Regelmäßigkeit, die wir bräuchten. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich könnte natürlich unten nochmal so ein System hinbauen, was dann alles Mögliche braucht und hin und her. Was natürlich blöd ist, weil hier oben die Wasserversorgung ist. Das bedeutet, ich muss das Ganze runterziehen anfangen. Sechs Monate, fünf Monate. What the fuck ist hier schief? Wir können den auch mal abreißen, vielleicht kann ich dann noch einen hier wenigstens hinstellen. Wir brauchen noch mehr Nahrung auf jeden Fall. Gut, langsam wird es jetzt hier auch, dass die Ecke sauber wird. Das Kohlenlager schwindet hier aber auch dahin. Entlädt er? Der entlädt. Aber wohin?
Also der Tank ist fast. Wir verbrauchen tonnenweise. Warum verbrauchen wir so viel? Wo geht denn das Ganze hin? Hier ist doch alles voll. Jetzt können die unten nicht tanken gehen. Die oben kommen natürlich dann hier eine Tankstelle noch hin, wo dann halt alles aufgefüllt werden muss. So, die Ressourcen sind natürlich auch alle jetzt da. Wir brauchen tonnenweise, wie es ausschaut. Ja, der ist voll, der ist voll, der produziert noch, der ist voll, der ist auch voll. Jetzt produziert der. Aber eigentlich sind alle Tanks voll. Eigentlich sind alle Tanks voll. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles mit dem Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann alles ein bisschen, ja, hoffentlich besser machen und ein bisschen verfeinern. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.